das Wienerlied. Es ist eine Institution. Seit den Tagen von Hermann Leopoldi und Karl Hodiner. Doch aktuell verliert es zunehmend an Bedeutung. Und genau das soll sich jetzt ändern. Nee, ich glaube, das ist einfach auch wie beim Essen, weißt du, einfach, man muss es anbieten. Und wenn man gutes Essen anbietet, dann wird es auch gegessen. Und so ist es, glaube ich, auch mit den Wienerliedern. Wir müssen halt einfach wieder anfangen, das zu singen und zu spielen. Und das hat Peter Ilawski im Rahmen seiner Konzerttour Mein Cello und ich aktuell im Café Allerhand in Wien-Meidling zum 10. Mal gemacht. Ein beschwingter Nachmittag, der eins ins Zentrum gerückt hat. Das Wiener Lebensgefühl. Ich denke, die Leute waren glücklich, da zu sein. Sie konnten auch mitmachen. Man muss solche Dinge veranstalten. Man will ja mitsingen, man soll auch mitsingen. Es ist ja nicht so die Situation wie im Konzert, alle sind ruhig wie in der Schule und sagen Ja und Amen. Nein, ich bestelle mal Bier und du trinkst dann Wein und jetzt fällt was auf den Boden und es ist lustig und es ist nicht keine gestellte, es ist eine ungezwungene Atmosphäre. Und so gehört das Wienerlied hinein. Das war auch schon zu Schuberts Zeiten und das wird sich auch nie verändern. Ich glaube auch, das wird deswegen auch nie aufhören, es wird immer bleiben. Diesmal standen vor allem Lieder aus dem 12. Wiener Gemeindebezirk am Plan. Denn Wien besteht ja bekanntlich aus 23 höchst unterschiedlichen Dörfern. Jeder Bezirk hat seinen eigenen Flair. Und das ist ganz was Tolles. Also ein Meidlinger Lied ist was anderes als dann in Liesing oder in Grinzing oder in Floridsdorf. Und die haben alle ihre eigenen sozusagen Komponisten, Bezirkskomponisten und Bezirkswiener Lieder gehabt. Jacqueline Kopaczynski nahm die Gäste dann noch mit auf eine musikalische Reise ins nahe Ausland. Die russische Rhapsodie entfaltete Klänge, die dem Wiener Lied gar nicht so unähnlich waren. Eigentlich, also es basiert auf einem russischen Lied und von Alabjev, das gibt es auch als Lied. Es ist sehr virtuos, sehr schwer zu singen und soweit ich weiß, wurde das Lied im Gefängnis komponiert. Das Wiener Lied gab an diesem Nachmittag gemeinsam mit seinen internationalen musikalischen Gästen ein gewaltiges Lebenszeichen. Die Reihe Mein Cello und ich, die geht weiter. Am Sonntag, den 28. April, ab 17 Uhr, wieder im Meidlinger Café Allerhand.